Hey, was denn? Das ist der einzig geile Bug in dem Spiel. Wenn man spawnt und du sprichst schon, dann hört man. Wenn man. Dann, nee, das wird zwar was? Clip! Das ist das Beste, ey. Okay. So, left in the curry. So, Leute, jetzt sieht's aus. Wen haben wir denn? William Jones, Alter, ja sicher. Machen Sie ein Foto vom Geist, Safe-Bewegungssensor und Ereignisse mit dem EMF-Reader. Sind Nebenaufgaben eigentlich relativ easy. Easy. Also, ich würde gerne wieder in den Keller gehen. Ach, scheiße. Oh, fuck, warte mal. In Asylum, den Circuit Breaker. Der ist hier oben direkt, ne? Nein. Ah, okay, das ist gnädig. Warte mal, wo ist der? Das, nee, das war doch da oben, hier. Oben. Da. Oh, da haben wir ja Glück. Selbst beim Eingang sah doch aus, da haben wir richtig. Ich sehe den gar nicht. Hier, genau da. Ach, das grüne Ding. Ah, lol, okay. Ja, ja. Okay, nice. Da, das ist aber richtig gnädig, das ey. Das ist gut, ey. Jo. Das ist gut. Der Chat glaubt an uns. Der Chat glaubt an uns! Der Chat glaubt an uns. Chat glaubt an uns. Also machen wir jetzt Flawless Round, keiner stirbt. Und danach Kaffeekränzchen, oder was? Ja, sehr. In allen Obstacles. Ja, danach werde ich ins Bett fallen. Ja, Bewegungssensor, ich Foto. Ich muss jetzt schon pupsen eigentlich. Ja, easy. Ja, das Räucherstäbchen drin. Nein, mach raus. Oh, nee. Oh. Alter, das war aber ein bisschen verbaut, ne? Boah. Hier. Boah. Kommt der Riegel raus. Den Uran-Stick. Boah, wie das stinkt. Was soll die Scheiße? Da kommt der Riegel. Der RAM-Riegel. Ich brauche noch eine Taschenlampe. Also Geist flüchtet. Und eine Kamera nehme ich mit. Okay, wie ist denn das Movement jetzt? Warte mal, Jungs. Wie machen wir das denn? Also, ja, wie gesagt, ich mache den Circuit Breaker an und würde dann in den Keller gehen auf die rechte Seite. Aber was haltet ihr davon, wenn wir erstmal die Oberstufe machen, dass wir quasi einer die Mitte, einer macht die linke Seite, einer rechte Seite? Dass wir da so viel abchecken, wie es geht? Ich nach links. Links ist ja die Seite. Aber hier, dann würde ich sagen, unten zuerst, ne? Weil oben können wir schneller weg. Ja, gut, wir haben viele Räume, wo wir uns verstecken können. Also wir haben schon viele Möglichkeiten. Das Beste, was du dir raussuchen kannst, sind natürlich Klos, ne? Das ist ja logisch. Die Kabinen. Klos um Hals. Wo man reingeht. Oder halt rennen, ne? Hier kannst du gut circlen, einmal den Gang entlang. Ja, das ist richtig. Aber bei ihm zum Beispiel konnte ich gerade gar nicht wegrennen, auch wenn es verwinkelt war, der ist mir so schnell hinterhergekommen. Nee. Das ging gar nicht, Alter. Da warst du machtlos. Deswegen, manchmal ist das ein bisschen tricky, das kommt glaube ich schon auf den Geist an. Okay. Taschenlampe, oh Gott. I guess. Okay. Ist alles an? Ja, ich hab's. Let's go. Okay, ich bin good to go. Das heißt, ich gehe jetzt. Ich auch. Doch runter oder gehen wir erstmal oben? Ja, warte mal, dann werden wir den Strom anmachen oder was? Genau. Genau, ich mach Strom an. Dann geht einer von uns nach links und einer von uns nach rechts und Naveen kann dann danach in den Keller gehen, wie er ja wollte, oder? Machen wir so. Ja. Okay. Dann gehe ich jetzt links. Alles wenn klar. Ich reinkomme, ne? Wenn man reingeht, links. Alles klar. Gut. Mach auf. Seid ihr bereit? Ja, ja. Let's go. Yes. Attacke. Dachte schon. Hä? Gar kein Aufschließgeräusch. Doch. Okay. Blau. Ich werde jetzt erstmal jeden Raum sporadisch ablaufen und gucken, ob ich irgendeine Reaktion bekomme auf dem EMF. Strom ist an. Alles klar, check. Der Geist! Gehen Sie bitte weiter. Okay. Hallo. Gib mir ein Zeichen. Hallo? Bist du hier? Boah! Bin ich stören. Hallo? Jemand zu Hause? Jemand hier?
Mich? Ist der Strom noch? Warte, ich checke das Licht. Strom funktioniert noch, ja. Also deine Werte müssen jetzt stimmen. Roger. Hallo? Möchte irgendwie was mit mir kommunizieren? Möchtest du mir ein Zeichen geben? Gib mir ein Zeichen. Hallo? Hat jemand gerade, Navain, hast du gerade eine Tür geschlossen? Ich habe gerade eine aufgemacht, ja. Okay, vielleicht könnte das der Sound gewesen sein. Ich habe meine Kamera unterwegs. Ich habe eine geöffnete Tür gefunden, die nicht von mir geöffnet wurde. Okay. MF2, auf der linken Seite, linker Flügel von dir oder was? Ja. Okay, Navain, treffen wir uns in der Lobby. Ich komm dazu. Ja, ich komm dazu. Ich versuch direkt eine Kamera zu platzieren, wenn ich sie wieder finde. Versuch nicht zu viel zu reden, nicht, dass du da was triggerst jetzt gerade. Aber hin, check. Bin da, okay, hallo? Perfekt, perfekt. Du hörst mich, ne? Ja. Okay. Leno, wie finden wir dich? Kommt in den linken Flügel einfach reingelaufen, einfach komplett durch, beziehungsweise dann, wenn er die Chance hat, einmal links zu gehen, kommt einfach komplett durch. Leno, hörst du uns? Hallo? Oh ja, hier geht's gut ab. Okay, wir hören das EMF. Wir hören dein EMF. Jetzt wieder aus. Kommen wir jetzt erst beim linken Flügel auch an, ne? Ja, ich glaube schon. Leno? Hallo? Ja, hier ist Aktivität auch. Okay, wir hören wieder dein EMF. Ja, ja, wir sehen dich. Licht, Licht, check. Okay, hast du die Kamera aufgestellt oder was? Ja, hinten rechts in der Ecke habe ich eine. Okay, ich mach die Gegenseite. Ja, 7 Grad. Ist an. Die Kamera ist an. 6 Grad. Naja, also hier scheint es zu sein. Wo platziere ich den Bewegungsmelder? Draußen vor der Gute Tür, Frage. Würde ich sagen. In Fluchtrichtung, würde ich sagen, oder? Ja. Ich hab den Schritt nicht gehört, ne? Ich hab den hier in Fluchtrichtung dann. Okay. Tritt hab ich auch nicht gehört, ne? Waren das gerade Gefriertemperaturen hier drin? Nee, ne? Nee, 5 Grad ist das niedrigste bislang. Okay. Lass uns zurück, wir haben keinerlei Instrumente jetzt. Ja. Ja. Sehr gut. Wichtig. Hast du einen Investor liegen gelassen? Ja, ne? Ich hab eins bei meiner Kamera reingelegt, ja. Für den Fall. Ich hoffe, das ist im Bild drin, ich bin mir nicht sicher. Wir sind jetzt aber wieder bei 17 Grad, also der Raum ist jetzt gerade komplett aufgewärmt wieder. Ja, was? Aber er hatte doch, warte mal. Haben wir hier keinen Lichtschalter oder sowas? Also. Doch. Also wenn kein Licht wäre, dann Strom funktioniert, stimmt, dann wäre es ja kälter, ne? Doch. Logischerweise. Ist aber aus, oder? Ich meine, es war, jetzt geht's nicht. Jetzt, gerade bei mir im Raum ging's. Bei mir im Raum ging's. Hier nicht. Hier, guck. Warte mal, ich guck mal den anderen Raum.
Jetzt haben wir 3 Grad. Hä, hier geht's? Hier geht's. Oh. Was denn? Was denn? Ich wurde ange Okay. Oh, Kameras, lass uns checken wegen Orbs. Okay. Raus. Ja, zurück. Temperaturen werden gesehen, scheiß drauf. Das ist der Raum. Das ist auch interessant, dass das Licht ging in dem Raum nicht an, aber der Stromkreis ist trotzdem ganz normal da. Also bei, in dem anderen Raum ging das Licht sofort an. Aber es gab doch auch einen Geist, der sich von Elektrizität gespeist hat. Aber warum sollte er dann bei sich im Raum das Licht aushalten? Also ist richtig, aber warum... Nee, er wollte einfach nur den Strom haben, dann war nichts für die Lampe mehr da, das meine ich. So. Also ich kann mich auch falsch erinnern, aber... Wie ging das Licht meistens immer an? Hier hat man meistens Bock, das Licht immer anzulassen. Aber so eine Erscheinung wie damals, dass auf einmal einer von uns doppelt irgendwo war, hatten wir bislang noch nicht mehr. Nee, das hat man nicht mehr, ne? Stimmt, nicht mehr. Stimmt. Entweder die haben das mega nach unten gestellt. Ich kann mir vorstellen, dass das wirklich war damals. Lotto. Ja. Nee, der hat sich ja bewegt. Der ist die Treppe runtergelaufen bei mir. Das weiß ich. Ich kann mir vorstellen, dass das der Geist sein sollte, aber der hat die Textur von dem... Let's go, Alter. Nice. Boah, meine Güte. Okay, jetzt auf jeden Fall, ab jetzt arbeiten wir wieder mit Zentrale, ne? Beide auf, alle auf 50% runter. Ja. Stark, Jungs, stark. Und mit Kruzifix direkt, können wir direkt rein. Guter Anfang. Echt so, wir haben Flawless gefunden. Orb, let's go! Let's fucking go, Mann. Oh, sehr gut. Let's go, baby. Gut. Scheiße, man sieht das eben erst nicht. Ohne Zentrale, weil ich habe auch, mich hat sehr angeschmatzt quasi. Ja. Du willst. Wenn du willst. Machen. Okay, dann heißt das wir nehmen Box, wir nehmen Buch mit und Infrarot. Können wir beides mitnehmen? Können wir alles mitnehmen? Oder erstmal eins vielleicht? Ich weiß es nicht. Oh, warte mal, stimmt, Kruzifixe wolltest du mitnehmen, ne? Hast recht. Mhm. Okay. Und ich nehme vielleicht nochmal Infrarot mit. Mhm. Aber ein Knicklicht nehme ich. Was man sagen kann, ist, dass der Geist, also er hat sich zwar quasi gezeigt, aber er ist noch nicht wütend geworden oder sowas, ne? Also wir hatten jetzt keine Probleme, glaube ich. Schüchtern, ja. Du wolltest nur anhauchen. Das könnte natürlich sein, dass der Geist schüchterner unterwegs ist tatsächlich. Ich weiß gar nicht mehr, was das für einer war. William Jones. Der Geist, der schüchtern ist, ja. War das nicht... Oh, was war das nochmal? Ich weiß, welchen du meinst. Warte mal, haben wir Bewegungssensoren angemacht? Einen habe ich außen. Vor der Tür, guck da, der rote außen, hier. Ne? Ja, okay. Hier. Wird, also habe ich keine Möglichkeit gehabt, wo ich das... Vielleicht sollten wir da noch einen drin anbringen, oder? Weil ich glaube, also da ist ja auf jeden Fall Aktivität, da muss ja irgendwie was getrackt werden. Bisher scheint er nicht rauszukommen oder rauszugehen. Foto vom Geist haben wir auch wieder, oder? Ja. Gut. Lenno, dann machen wir es so, du nimmst die Kruzifixe, ich nehme ein Fotoapparat auf Halde. Ja. Los, ja. Hast du zwei? Ja, hast du, okay. Das heißt, ich muss die Türen zu schließen, ja? Ich habe beide Kruzifixe. Jawohl. Ja, ich lasse notfalls das Knicklicht fallen. Okay. Navain, du, wie immer, ne, wenn irgendwie was ist, was ganz komisch ist, Aktivität oder so, sofort Attacke. Dann fahr ganz schnell weg. Ja, mach ich. Fahr schnell weg, genau, Tür das ist der raus. Plan. Tür zu und raus. Okay. Ja, let's go. Ich frag mich gerade, ob... Ah, ja, egal. Scheiß drauf. Okay. Ah, okay, für Fingerabdrücke, nice. Okay, wir sind jetzt drin im Gebäude. Denk dran, den Funkknopf ein bisschen länger gedrückt zu halten. Yes, check. Ah, wir hätten noch eine Kopfkamera mitnehmen sollen. Höre euch laut und klar, Lenno kann nicht funken, richtig? Oh mein Gott! Und dann hier rein, oder? Gespawnt.
okay, wir sind da, wir sind safe. Ich meine, also, weiß ich nicht. Update, mein fucking Gott. Ziel mit dem Bewegungssensor ist geglückt. Er ist davor rumgelaufen im Flur. Perfekt. Nein, weg. Meine Lichterkette runtergeschmissen. Es ist ein alter Mann mit einem Hammer, also Vorsicht. Okay, wir begeben uns jetzt in Richtung Raum. Alt. Wie sieht's aus mit der Sanity? Sanity sieht es bei beiden bei 42% und die Aktivität ist auf 0. Okay. Potenziell Licht im Raum angemacht, check. Oh. Nee. Rück zurück, lass uns laufen, komm. Okay. Alles gut. War das der Bewegungsmelder kurz vor dem Raum? Ja. Deine kompletten Aktivitäten schränken sich auch in diese Region ein. Also es ist immer wieder kurze Bewegung, dann wieder beim Bewegungssensor. Okay, check. Wenn ihr könnt, wenn im Raum die linke Kamera nach draußen im Flur wäre, besser wahrscheinlich. Alles klar, so mit eingetragen. Direkt am EMF, dann so ein EMF dann auf das andere. Oh, du hast deine Lampe fallen lassen. Ist die Hand schwitzig? Hm? Zur Sicherheit. Das war der neue, den ich angebracht habe, sorry. Nein? Nein, ich sehe das. Nein. Fingerabdruck auf dem Lichtschalter. Wenn es geht, die Info. Oh, oh! Boah, der ist neu. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Okay. Fingerabdruck, Foto. Hast du gelegt? Hast du gelegt? Achso, ja, stimmt. Ja. So ist perfekt. Kurzwiegel ist gelegt, ja. Wenn wir Glück haben, war das sogar. Seid noch ein bisschen näher! Oh. Bisschen näher ran. Okay. Bin ich? Oh! Hä? Tür hat sich geöffnet oder geschlossen, ich weiß es nicht genau. Wie ist der Status? Wir ziehen uns zurück jetzt, wir kommen zurück. Wir haben ein Foto von, also wir haben Fingerabdrücke gefunden. Foto operiert. Foto von gemacht, Kamera umgestellt. Das EMF müsste man jetzt in der anderen Kamera sehen im Raum. Vielleicht ein bisschen klein, aber trotzdem, glaube ich, erkennbar. War auf 4 auch gerade, als wir den Hauch, als wir das Hauchen bekommen haben. Wir haben ein lautes Hauchen gehört. Das ist ein Poltergeist. Was? Wie kannst du dir so sicher sein? Alles. Weil die beiden Merkmale das sind, was den Poltergeist komplett ausschließt von allen anderen in Kombination. Was? Lol. Warte mal. Orb und Fingerabdrücke. Das heißt. Warte mal, was? Das heißt, wenn du die beiden Beweise einträgst, hast du direkt den Poltergeist da stehen, oder was?
Roger, genau. Null. Also noch der Poltergeist sein. Wow, das ist ja lucky. Das heißt, der letzte Beweis was? Wäre die Geisterbox. Und das Foto. Ja, für das Funktionale Foto stimmt auf jeden Fall. Ja. Wir werden ein Foto knipsen. Ja, ihr seid aber gut gedroppt, ne? Ja, da werden also, viel Spaß mit dem Foto. Als er aufgetaucht ist, war der hier an der Tür und hat die ganze Zeit immer versucht, da rechts um die Ecke zu kommen. Okay. Deswegen von der Kamera davor siehst du halt wunderbar da drauf. Okay. Und dann ist er einmal hier lang gelaufen. Okay. Was? Stimmt, Poltergeist, du hast recht. Sag. Benno, kannst du mal ganz kurz über die Tür gehen? Du bist schon ein bisschen dumm von der Stimme. Ja, das ist manchmal ein bisschen buggy. Ja, das ist komisch. Immer noch. Ja, Foto müssen wir. Also, wir haben drei Kameras. Jetzt hier besser? Sind noch drei Filme drauf. Jetzt ist besser. Also, wir haben drei Kameras. Wir könnten halt jetzt gucken auf Biegen und Brechen, dass wir halt ein Foto bekommen, ne? Weil sonst brauchen wir nichts mehr. Wir haben noch genügend Pillen, um das irgendwie zu machen, ne? Wie ist denn bei dir? 13, 15, ja. Wann immer noch. Jetzt die Frage, wollen wir die Box noch mitnehmen fürs ultimative Sichergehen oder lassen wir die direkt? Ja, wenn wir sowieso nochmal losgehen, dann können wir auch die Box nochmal mit reinnehmen. Also macht keinen Unterschied. Wir können ja trotzdem auch die Kameras ausrüsten. Das macht ja nicht so viel. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir Pillen nehmen. Dann nehme ich auch noch eine mit, ne? Ja. Ich würde sagen, ich gehe mit, oder? Ja, 100%. Ja, doch, definitiv. Wer geht denn jetzt? Wer bleibt dann hier? Mir ist egal. Okay, dann geht ihr erstmal. Dann beiße ich hier. Okay. Schmeiß ich auch eine Pille. Rote geht mit. Alle rein weg, Quatsch. Wen hat die Box? Ja, dann bin fertig. Ich weiß halt nicht, ganz ehrlich, Leute, also... Vielleicht können wir doch zu dritt mit jeder eine Kamera rein. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir da eine größere Wahrscheinlichkeit, dass wir den bekommen. Also mir ist egal. So, ja, auch, ja. Ich weiß nicht, was ich jetzt als auf Gruppen reagiert. Das Ding ist, so Station oder Zentrale ist ja nur wichtig, wenn uns noch Hinweise fehlen. Dass, wenn man Sachen sieht, die man vielleicht noch nicht sieht oder die wir nicht gesehen haben, so weißt du. Stimmt eigentlich. Ich meine, wenn es eine Hunting-Phase ist, dann wissen wir halt sowieso Bescheid, was passiert. Ja. Zentrale müsste irgendwie noch wichtiger werden. Ja. Ich weiß auch noch nicht genau, inwiefern das geht. Aber das wäre geil, wenn man in der Zentrale Fähigkeiten hätte, die man wirklich nur damit nutzen kann und halt quasi irgendwie was geliefert wird an Infos oder so. Wie wäre, wenn man so ein Equipment hätte, was man von hier nur aktivieren kann, wie so ein Blitzlicht, was man dann halt von hier aus dann EMP einmal genau. So putzt. Einer muss das irgendwie aufstellen oder aufbauen und dann muss das in der Zentrale aktiviert werden. Oder so, das wäre halt geil. Genau, das auch so ähnlich wär. Dann Effekt wie vom Kruzifix halt, als Idee. Stell dir vor, du hättest das Parabelmikrofon oder wie auch immer. Ja, das ist halt auch komplett Trichter. Sinnlos und, bisher, ne? Ja, stell dir vor, der in der Zentrale sitzt, hat hier Kopfhörer, die halt kabelgebunden sind, die kannst du hier aufsetzen. Und der hört das, was der andere aufnimmt. Gott, das wäre richtig krass. Das wäre gut. Und stell dir vor, du hörst so ein leises Flüstern, was immer lauter wird, wenn du in die Nähe des Raums kommst oder so. Ja, stimmt, Alter. Das sollte man vielleicht mal in das Forum, in den Discord schreiben. Das Chat, könnt ihr das mal kurz notieren? Den Vorschlag von Lenno, der war eben übelst sexy. Stimmt, ey. Das wäre so krank. Vor allem, du kriegst übel Angst und der andere, der mit dem Mikro in der Hand, weiß gar nicht, was abgeht. Ja, so, weißt du? Ja. Das wäre so krass. Ja, stimmt. Guter Punkt. Und das wäre dann nochmal wichtiger für... Okay. Vielleicht. Weißt du was, wir machen das einfach zu dritt jetzt. Ich habe jetzt auch sowieso noch eine Kamera. Wir haben drei Filme. Wo ist meine Taschenlampe? Da. Ich habe die Box auch dabei. Okay, das heißt, wir laufen jetzt möglichst leise. Was passiert, wenn Hunting kommt? Zurück und laufen oder was? Bis zur Toilette oder wie? Ich folge euch. Ja, okay. Ja, ich schätze, ne? Okay. Hier fragen? Vielleicht?
Hat das? Also nicht mehr. Zeige dich! Eine Bewegungsmelder benutze. Warte, ich muss erstmal anmachen. Achso, das meinst du nicht? Ach, ich dachte wegen dem Foto. Bist du da? Ich dachte wegen dem Foto. Achso, okay. Warte mal, geh mal dann da rein. Wir gehen einfach rein. Hallo. Er war hier bei der Tür direkt oh, zu sehen. Oh, ich hab Tür. Gesehen, dass du in die Richtung gegangen bist. Schritt. Lauter Schritt bei mir. Zeige dich. Die Box auch ready, ne? Wenn wir sie wollen. Mach mal. Oh! Da! Ich hab ein Foto! Ich hab ihn! Jawohl! Wir haben ihn, let's go! Jawohl! Nein! Alter! Lauf da hin! Ah! Hinter euch! Lauf, 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 lauf! Los, 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 los. Oh Gott. Oh Gott, lauf, 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 lauf. Ich bin dabei, Mann. Weiterlaufen, weiterlaufen, nicht stehen bleiben. Ich bleib nicht stehen. Ihr seid schneller als ich. Los, 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 los. Jawohl, raus. Jawohl. Let's go, komm, flawless Runde. Let's go, Alter. Los, 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 los. Es sei denn, Junge. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Raus, 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 raus. Jawohl. Los, dann Windows. Yes! Komm, komm. Yes! Yes! Oh Gott, Alter. Sind wir doch. Da sind wir wieder. Oh. Warte mal, haben wir Geisterbild? Ich will die ganzen Fotos sehen. Ja, haben wir. Ja, wir haben ein Geisterbild. Ja, ist doch bei den Optionalen schon raus. Drauf. Wir haben alle Geisterbild gemacht. Ja, Mann, wir haben alle Geisterbild gemacht. Drei Stück. Wir haben ihn von allen Seiten, Junge. Let's go, Mann. Next Topmodel. Nice. Da ist das Bild ausgeteilt. Alter, alles geschafft, Junge. Flawless Runde. Drama, Baby. Junge, guck mal. Drama, jawohl, Alter. Let's go. William Jones, William Jones, William Jones, William Jones. Jetzt kommt so. Ich hab gerade einfach nur noch alles weggeschmissen, damit ich nicht so langsam bin. Ich hab einfach geslowt, ey. Wir haben es einfach, Mann. Und wie okay, soll ich zumachen? Ja, mach zu, die Karre ist mir scheißegal. Oh. Ab nach Hause jetzt, die Dreckskacke hier. Keine raus. Hier nochmal. Selfie, Alter. Zack, geil. Jawohl. Oh, geil. Ey, Wahnsinn. Ich hab meine Hand weggeworfen. Egal, brauche ich nicht mehr. Ist egal, ich mach auch mit einer Hand. Ja, Geister.